All right, boxers, you both received my instructions in the dressing room. Obey my commands and protect yourself at all times. I expect a good, clean fight. Let's touch gloves. Let's touch them. And then now, ladies and gentlemen, Muhammad Harren, are you ready for action? Für Weltmeister Robert Stieglitz war das Jahr 2013 bisher das Beste in seiner Boxerkarriere. Nach der Niederlage 2012 im ersten Kampf gegen Abraham begann er dieses Jahr mit einem Aufbaukampf gegen den Polen Niroda und einem schnellen K.O. in Runde 3. Danach der Rückkampf gegen Abraham, in dem Stieglitz unglaublich stark auftrumpfte und durch T.K.O. in Runde 4 gewann. Dann im Juli die erfolgreiche Titelverteidigung gegen Kyoto aus Japan, ebenfalls mit Knockout. Heute sein vierter Auftritt in diesem Jahr, dass er mit dem vierten Sieg in Folge zu seinem ganz persönlichen Sahnejahr machen möchte. Der Gegner, Isaac Egbo aus Nigeria, ein etwas unbeschriebenes Blatt hier in Europa, hat seine Kämpfe in Afrika ausgetragen, aber mit einer erstaunlich guten K.O.-Quote von immerhin 70%. Er hat hier nichts zu verlieren und das kann ihn so gefährlich machen. Er kann alles auf eine Karte setzen. Von ihm wird nicht unbedingt erwartet, dass er mit dem WM-Gürtel nach Hause fährt. Er kämpft hier unbeschwert und locker auf. Ah, die ersten Aktionen von Robert Stieglitz, der schnell versucht, in den Kampf hineinzukommen. Ja, macht er ganz gut, Robert. Er guckt ihn sich erstmal an und hält die Distanz erstmal, geht rein, droht ihm erstmal. Und versucht ihn gleich natürlich unter Druck zu setzen und macht er genau richtig. Den Ringrichter übrigens, Eddie Cotton, einer der wenigen Ringrichter, die bei der Vorstellung Beifall bekommen. Er ist schon einer der renommiertesten überhaupt. Zuletzt schied er den Kampf Gil gegen Barker, aber auch bei Hook gegen Afolabi stand er in diesem Jahr im Ring. Ihn kennt man und er wurde hier besonders begrüßt. Und wir merken, dass das natürlich ein Heimspiel ist für Robert Stieglitz. Die Zuschauer machen hier schon in der ersten Runde richtig gut Stimmung. Auf jeden Fall macht Egbo einen austrainierten, sehr trockenen, athletischen Eindruck. Ein Hingucker, was sein Body angeht, ist er auf jeden Fall. Mal sehen, wie es mit seinen boxerischen Qualitäten bestellt ist. Er versucht jetzt schon, die Rechte direkt überzuhauen über Roberts Führungshand. Da muss Robert auf jeden Fall aufpassen. Er darf seine Führungshand nicht so hängen lassen. Er hat sie eben schon zweimal angesetzt, hat Gott sei Dank nicht getroffen. Robert Stieglitz versucht, den Kampf von der Ringmitte aus zu dominieren. Bislang mehr ein Abtasten hier in diesen ersten drei Minuten. Das ist er, Eddie Cotton, der Ringrichter, von dem ich eben gesprochen habe, der hier diesen WM-Kampf leitet.